Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung und vor allem der Grünen Akademie in der Heinrich-Böll-Stiftung, die heute Abend Gastgeber ist. Ich hoffe, Sie konnten bei der Musik ein bisschen entspannen. Denn wir haben heute die zweite Ausgabe einer Reihe, ich darf das nochmal wiederholen für all diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei sein konnten, und diese Reihe heißt Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit. Und wir haben das letzte Mal angefangen mit einem Vortrag zum Schlagwort der Authentizität. Das ist ein Schlagwort, das einem nicht so leicht über die Lippen geht, aber ich vermute, dass es heute auch nochmal fallen wird. Und würden heute weitermachen mit dem zweiten Schlagwort. Das ist so ein bisschen als Glossar angelegt zu dem Schlagwort Burnout. Ich darf vielleicht zu der Reihe noch kurz sagen, das ist wahrscheinlich schwierigsten gehört, was man überhaupt leisten kann, die Jetztzeit, also die Zeit, in der man gerade platt auf der Erde lebt, zu verstehen. Es ist natürlich viel leichter, sozusagen zurückzublicken, als zu begreifen, was im Moment gerade passiert und wie unsere Gesellschaft eigentlich in der Tiefe zu beschreiben ist, deswegen auch auf der Höhe. Also wir versuchen, so ein bisschen Distanz zu gewinnen zur Gegenwart und uns die Dinge nochmal anzuschauen. Und deswegen ist die Idee dieser Vortragsreihe, vielleicht auch etwas schrägere Perspektiven auf die Gegenwart zu entwickeln. Sie kennen diese etwas abgelutschten Schlagworte Globalisierung, Individualisierung und was es da nicht alles gibt. Das ist auch nicht irrelevant. Aber wir bemühen uns zumindest in der Reihe, etwas originellere oder interessante Zugänge zu gewinnen, wie heute anhand des Schlagworts Burnout. Es könnte ja sein, dass man an der Art und Weise, wie wir über Krankheiten sprechen, welche Begriffe eine Gesellschaft für Krankheiten entwickelt, uns Auskunft geben könnten, wie unsere Gesellschaft zu unserer Gesellschaft geben könnten, und sicher so, dass der Begriff Burnout einer der meistgebrauchten und wahrscheinlich auch populärsten Begriffe in unser aller Vokabular ist. Deswegen die Idee, diesen Begriff heute in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist aber nicht der einzige Grund. Es gibt zwei weitere Gründe. Es ist gerade ein Buch erschienen bei Edition Suhrkamp, Leistung und Erschöpfung, Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft. Und dieser Sammelband, sehr interessante Sammelband, den ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, ist herausgegeben zum einen von Sigurd Neckel und zum anderen von Greta Wagner, was mich auf das letzte Argument des heutigen Abends führt. Greta Wagner, Referentin des heutigen Abends, ist Soziologin, ich will jetzt nicht die ganze Vita aufzählen, und forscht seit langer Zeit, insbesondere im Bereich Neuroenhancement, also der Einnahme leistungssteigernder Medikamente für Gesunde. Insofern ist die Publikation zum Burnout eher ein Sidekick, also ein ergänzendes Forschungsprojekt, aber ein unheimlich interessantes. Ich weiß, was Sie heute Abend erwartet, denn ich hatte selber ein paar Jahre die Ehre, mit Greta Wagner an der Universität Frankfurt, sagen wir mal, entfernt zusammenzuarbeiten. Bin wahnsinnig froh, dass Greta Wagner das heute Abend einrichten konnte, bei uns zu sein. Dafür vielen herzlichen Dank. Freue mich auf einen interessanten Vortrag und vor allem dann auf eine interessante Diskussion mit uns allen zusammen. Und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und für die Einladung und die Möglichkeit, hier ein paar Überlegungen zu präsentieren, die sich natürlich auch auf den Band stützen, in dem viele Autoren mitgeschrieben haben.
Burnout ist ein Thema, das in den letzten 2 Jahren eine ausgesprochene Konjunktur erfahren hat. Und es gab sogar, man könnte sagen, dass der Peak der medialen Auseinandersetzung zu dem Thema ungefähr im Jahr 2011 war, wo wirklich kaum ein Magazin dieses Thema nicht zum Titelthema gemacht hat. Und beispielsweise sprach der Spiegel von einem Volk der Schöpften und dann bekam die Debatte auch bald schon so einen etwas polemischen Turn und die Zeit titelte noch jemand ohne Burnout. Erschöpfung, so scheint es, ist zu einem Signum der Gegenwart geworden und auch in der Wissenschaft zeigt, dass es gab jetzt innerhalb diesen Monats 2 interdisziplinäre internationale Konferenzen, eine in Frankfurt mit dem Titel Erschöpfung, eine in England mit dem Titel Exhaustion. Also es zeigt sich irgendwie, dass so verschiedene Disziplinen anfangen, sich um diesen Begriff Gedanken zu machen. Und der Burnout-Diskurs, der produziert eine Bildsprache, die, also eins dieser Bilder ist ja auf dem Flyer drauf, den es zu diesem Abend gibt. Da gibt es einen Hamster, der im Hamsterrad rennt und all diese Bilder haben so eine bestimmte Bedeutung oder stellen so eine bestimmte Vorstellung davon, was Burnout ist und was es ausdrückt, ins Zentrum und auch immer eine bestimmte Ideologie, also eine bestimmte Vorstellung davon, wodurch Burnout verursacht wird. Und dieser Hamster im Hamsterrad ist natürlich einer, der immer nur im Kreis rennt, sich nie fortbewegt und sinnlos Energie vergeudet. Es gibt einen populären Ratgeber, wo empfohlen wird, das Hamsterrad aufzuklappen und in eine Karriereleiter zu verwandeln und aus dem Hamsterkäfig herauszuklettern. Ein anderes Bild ist zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Burnout bei der Google-Bildersuche eingibt, dann hat man ganz oft das Bild des abgebrannten Streichholzes, was natürlich irgendwie auch besorgniserregend ist, denn das einerseits impliziert ist, dass man entflammt wurde von der Arbeit. Das ist gleichzeitig aber auch etwas, was eigentlich nicht vorgesehen ist, ein abgebranntes Streichholz erneut zu verwenden und wird in der Regel weggeworfen. Ein sehr versöhnliches Bild ist das Bild des leeren Akkus. Und es ist, glaube ich, auch das populärste Bild dieses Diskurses. Und es verweist auf einen neuen Zirkel von Energieverausgabung. Es stellt eine Warnung dar, kurz bevor das Gerät sich abschaltet. Und in dem Menschenbild, dass dieser leere Akku transportiert, ist die Energiebilanz des Ausgebrannten aus dem Gleichgewicht geraten und der Akku muss durch Therapie und Coaching wieder aufgeladen werden. Diese Metaphorik haben Ulrich Bröckling und Rolf Haubel bei uns im Band sich genauer angeschaut. Die mediale Aufmerksamkeit für das Erschöpfungssyndrom deutet darauf hin, dass Burnout nicht nur ein pathologisches Syndrom ist, sondern auch ein Kommunikationsmedium, mithilfe dessen eine Kritik an steigendem Leistungsdruck und überwältigenden Anforderungen in der modernen Arbeitswelt und im Kapitalismus der Gegenwart artikuliert wird. Im Kontext von Burnout ist wahlweise vom Problem ständiger Erreichbarkeit, der Beschleunigung der Lebensweisen oder der Gier nach Erfolg oberer Einkommensschichten die Rede. So schreibt Ulrich Bröckling in dem Band, der Burnout-Patient ist nicht nur medizinischer Fall, sondern vor allem Sozialfigur. Wer Burnout sagt, spricht im Modus der Kulturkritik. Und tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von Burnout seit 2004 um das 18-fache gestiegen sind. Und obwohl Burnout keine anerkannte Krankheit ist, also im DSM-5, das ist das Manual psychischer Störung, das US-amerikanische Manual, da kommt Burnout gar nicht vor und im ICD-10, die internationale Klassifikation der Krankheiten, da ist es ein kleiner Unterpunkt unter Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung, da wird Burnout genannt. Aber es ist eben keine eigenständige Diagnose und der Diskurs ist voller Stimmen, die postulieren, Burnout gäbe es deshalb gar nicht und es handelt sich nicht um ein isoliertes Syndrom und müsse sondern es würde sich um nichts anderes handeln als eine Depression und müsste auch medizinisch genauso behandelt werden, diagnostiziert und therapiert werden. Gerade der Vorwurf aber, dass es sich bei Burnout nicht um eine richtige Krankheit handelt, sondern um eine erfundene, dass es dem Syndrom an anthropologischer Konstanz fehlt, dass es also zeitgebunden ist, dass es sich um eine Modekrankheit handelt und die Symptome des Syndroms nur auf die Gegenwart bezogen sind, macht es eben so wertvoll, sich anhand dieses Phänomens die Gegenwart anzuschauen und es zu nehmen für eine soziologische Gegenwartsanalyse. Ich werde im Folgenden deswegen weniger darüber sprechen, ob Burnout als psychische Krankheit anerkannt werden sollte und in welchem Verhältnis die Symptome zu jenen der Depression stehen,
Ich betrachte Burnout als Indikator für ein soziales Phänomen, was deutlich über medizinische Begriffe hinausweist. Und was jedenfalls unbestreitbar ist, ist, dass immer mehr Leute an einer emotionalen und körperlichen Erschöpfung leiden. Es gibt so drei Symptombereiche, die zu Burnout gehören, nämlich emotionale und körperliche Erschöpfung, Zynismus und Gefühle der Ineffektivität und Momente der Depersonalisation. Der wichtigste etiologische Unterschied zur Depression ist aber mit Sicherheit, dass es eben ein Syndrom ist, was durch Arbeit hervorgerufen wird. Und darum wird es im Folgenden auch hauptsächlich gehen. Zwei Hauptfaktoren werden in der arbeitspsychologischen Literatur genannt, die übrigens, es gibt fast ausschließlich arbeitspsychologische Literatur über das Phänomen und kaum psychologische, das war so ein bisschen die Idee, sich diesem Phänomen zu widmen. Zwei Faktoren werden da immer genannt, nämlich einmal, dass es sich bei Burnout um einen Mangel an Anerkennung für erbrachte Leistungen und Anstrengungen handelt oder dass es Folge eines Mangels an Anerkennung ist. Und der zweite Faktor ist, dass Burnout ein Resultat schlechter Einteilung subjektiver Kräfte sei. Und ich würde sagen, beide Erklärungen nicht grundsätzlich falsch sind, aber dass sie ein soziales Phänomen individualisieren, dass sie dazu beitragen, dass eine gesellschaftliche Problemlage entvergesellschaftet wird, indem eben nach wertschätzenden Vorgesetzten und Selbsttechniken nachhaltigen Ressourcenmanagements gerufen wird. Ich mache mir mal kurz dieses Wasser. Genau, und wie groß eben tatsächlich die Bedeutung sozialen Wandels für psychisches Leiden sein kann, zeigt ein Blick auf ein Erschöpfungssyndrom, das in den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts häufig diagnostiziert wurde und damals als Modediagnose par excellence galt, nämlich die Neurasthenie. Ich weiß nicht, einige haben vielleicht schon mal davon gehört, aber es ist in den letzten Jahren, als wieder mehr über Erschöpfung gesprochen wird, kam dieser Begriff wieder häufiger auf, weil es ist eben eigentlich relativ stark in Vergessenheit geraten. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts tauchte die zuerst in den USA auf, kurz darauf auch in Deutschland, und zwar als ein Leiden, das einige Parallelen zu Burnout aufweist und das als Nervenschwäche beschrieben wurde. In unserem Buch beschäftigt sich ein Schweizer Historiker Patrick Kuri mit dem Phänomen und auf dessen Ausführungen werde ich mich im Folgenden stützen. Man ging also davon aus, dass das menschliche Nervensystem durch die modernen Lebensumstände, durch Fortschritte in Kommunikation und Transport und die damit einhergehende Beschleunigung überansprucht werde. Der deutsche Nervenarzt Wilhelm Erb schreibt, ich zitiere, alles geht in Hast und Aufregen vor sich, die Nacht wird zum Reisen, der Tag für die Geschäfte benutzt. Selbst Erholungsreisen werden zu Strapazen für das Nervensystem. In die Lebensverhältnisse bürgerlicher Eliten hatten sich die technische Innovationen innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums verändert und sollten eben zu Symptomen führen wie Kopfschmerzen, Reizbarkeit, Hoffnungslosigkeit, Schlaflosigkeit, Verlangen nach Drogen und eben Erschöpfung. Interessant ist, dass die Neurasthenie zumindest in ihrer ersten Phase, also es gibt irgendwie ein primäres und ein sekundäres Neurasthenie-Konzept, in der ersten Phase der Neurasthenie, also eben ungefähr bis 1900 oder etwas darüber hinaus, stellte sie tatsächlich ein Distinktionsmerkmal dar, weil es als eine Krankheit gedacht wurde, die man eigentlich nur bekommt, wenn man eben zur Elite gehört. Und das ist eine Krankheit, die Frauen nicht bekommen könnten und auch die Schwarze nicht bekommen könnten. Und Arbeiter auch nicht. Genau, der amerikanische Nervenarzt George Beard schrieb 1881, dass die Neurasthenie eine Krankheit der weißen städtischen Mittel- und Oberschichten sei, von der vor allem Brainworkers betroffen seien, Kaufleute, Juristen, Wissenschaftler und Geistliche. Und auch Beard verglich die Menschen, die an Neurasthenie litten, mit Batterien, die durch Anstrengungen erschöpft werden. In der Vorstellung war es so, dass Nerven bei hoher Belastung mit Widerstand reagieren würden, ähnlich wie bei einer schlecht leitenden Schaltung. Und deswegen mehr Nervenkraft aufgewendet werden müsste, um den Widerstand zu überwinden, was dann eben zu dieser Erschöpfung führt und dazu, dass die Reserven aufgebraucht würden. Die Neurasthenie wurde therapiert
indem man einerseits versuchte, die Nervenkraft zu stärken und auf der anderen Seite eben zu lernen, Überanstrengungen zu vermeiden. In West- und Mitteleuropa breitete sich die Neurasthenie aus, besonders auch in Deutschland, durch sein schnelles wirtschaftliches Wachstum und vor allem durch die rasante Urbanisierung von Berlin. Und ein relativ bekannter Neurasthenie-Patient war Max Weber, der jahrelang immer in Kuren fuhr, um dieses Leiden loszuwerden. Der Vorwurf, dass es sich bei der Neurasthenie um eine eingebildete Krankheit, eine Modediagnose handelte, die kein ernstzunehmendes Leiden darstelle, war ebenso verbreitet wie das Leiden selbst. Zum Beispiel schreibt der Bonner Psychiater Karl Pehmann 1888, jede Zeit hat, wie die sonstigen Moden, so auch ihre Modekrankheiten. Unter den modernsten dieser letzteren begegnen wir am häufigsten der Neurasthenie. Alain Ehrenberg, der, wie ich gesehen habe, auch da draußen liegt, bezeichnet in Das Erschöpfte Selbst die Neurasthenie sogar als die erste Modokrankheit überhaupt. Außerdem, so schreibt Ehrenberg, sei die Neurasthenie der Ausgangspunkt für eine neue gesellschaftliche Aufmerksamkeit für das psychische Leiden. Ich zitiere aus Das Erschöpfte Selbst. Für sie, also für die Neurasthenie, ist der Begriff des Exogenen grundlegend. Etwas, das von außen kommt, hat eine innere Wirkung, hat eine pathologische Reaktion der Person zufolge. Mit Eintritt des Ersten Weltkriegs verliert das Neurasthenie-Konzept an Bedeutung. Es ist ein bisschen unklar, woran es genau liegt. Es gab ja eigentlich eine starke Fortschritte in der Psychiatrie in dieser Zeit oder eine starke Ausbreitung der Psychiatrie als Institution. Aber es könnte eben auch sein, dass mit dem Ersten Weltkrieg diese städtischen Eliten einfach die Zeit nicht mehr hatten, zur Kur zu fahren und mit dem Problem, dass sozusagen die Behandlung dafür nicht mehr zur Verfügung stand, auch die Diagnose an Bedeutung verlor. Einige Parallelen zwischen den beiden modernen Zivilisationskrankheiten Neurasthenie und Burnout lassen sich aber bereits andeuten, nämlich zum einen das Zusammenhang zwischen Erschöpfung und rasantem technologischen und damit natürlich auch sozialem Wandel auf beide Diagnosen zutrifft, zum zweiten, dass beide assoziiert werden mit urbanen bürgerlichen Eliten. Dann eine weitere Parallele ist die Bildsprache, die in beiden Fällen an Elektrizität angelehnt ist und die sich entweder in leeren Batterien oder leeren Akkus ausdrückt. Und schließlich die Diskreditierung des Leidens als Modekrankheit. Sieht man beide Zivilisationskrankheiten als psychische Anpassungsprobleme an einen rasant sich vollziehenden sozialen Wandel, so stellt sich die Frage, wie sich der Wandel soziologisch beschreiben ließe, der Burnout als Leiden hervorbringt. Ich werde dies im Folgenden anhand zweier Faktoren versuchen, nämlich zum einen anhand des Begriffs der Authentizität und der Bedeutung, die dieser Begriff gewonnen hat. Und da haben vielleicht einige von Ihnen auch schon bei der ersten Veranstaltung was drüber erfahren, von Dietrich Dietrichsen. Und der zweite Begriff wird, oder Faktor wird sein, die Entgrenzung von Wettbewerben. Für die Bedeutung, die der Authentizität heute in der Arbeitswelt zukommt, sind die Anfänge der Burnout-Forschung instruktiv. Burnout wird häufig nämlich als schlichtes Leiden an Bearbeitung und Überanstrengung dargestellt, aber nicht allein die Überanstrengung ist Ursache von Burnout, sondern die Überanstrengung im Kontext bestimmter normativer Erwartungen. Die Fabrikarbeiterin des 19. Jahrhunderts jedenfalls war mehr als überanstrengt und sicher auch ausgesprochen erschöpft, aber sie hatte eben keinen Burnout. Schwere körperliche Arbeit führt zu einer ganzen Reihe von Krankheiten und Belastungsstörungen. Auch starre Routinen in Fabriken führen natürlich zu Erschöpfungszuständen und auch natürlich zu Rückenleiden und allen möglichen Krankheiten. Aber es ist eben etwas Spezifisches, was Angestellte der Gegenwart besonders anfällig macht für Burnout, und das ist ihre Enttäuschung. Herbert Freudenberger, das war ein New Yorker Analytiker, der als Kind aus Deutschland vor den Nazis floh und dann bei einer Tante in New York aufwuchs, hat Burnout erstmals beschrieben, 1974, und er engagierte sich in seiner eigenen psychotherapeutischen Praxis in der Free-Clinic-Bewegung in Spanish Harlem, hat sich engagiert freiwillig neben seinem Beruf mit Drogenabhängigen gearbeitet und mit Prostituierten und beobachtete dann irgendwann bei sich und bei seinen Kollegen zunehmend diese Anzeichen emotionaler Entleerung, Müdigkeit, zynische Einstellung gegenüber den Klienten. Und dann schrieb er eben diesen viel zitierten Gründungsaufsatz Staff Burnout im Journal for Social Issues. Die Diagnose Burnout erlebte dann in den Jahren danach eine große Konjunktur in den helfenden Berufen.
Die damals entstehende Literatur richtete sich an ein politisch-kulturelles Milieu, in dem sich viele Angehörige dieser Berufe bewegten. Und Freudenberger selbst schreibt im Jahr 75 in einem Aufsatz, der heißt »The Staff Burnout Syndrome in Alternative Institutions«, die besonders hohe Gefahr des Ausbrennens bei freiwilliger Arbeit im alternativen Helfermilieu. Und zwar damit, dass die Mitarbeiter sich eben in solchen Gruppen besonders stark ihre Arbeit hingaben und weil sie sich als sozial, politisch, spirituell oder intellektuell erleuchtet begriffen, den Anspruch hatten, dieses den anderen auch zu ermöglichen und natürlich die Fallhöhe in solchen Gruppen besonders hoch war. Genau. In Europa expandierten dann in den 70er und 80er Jahren die sozialen Dienste im öffentlichen Betreuungs- und Fürsorgebereich und eine Generation angehender Sozialarbeiter wurde ausgebildet, die nicht nur ihren Klienten helfen wollten, sondern die auch versuchten, durch ihre eigene Arbeit zu einer sozialeren und gerechteren Welt beizutragen. Die entstandenen Stellen wurden also mit Absolventinnen besetzt, die voller Idealismus und mit dem Willen zur Veränderung mit ihren Schülern, Klienten und Patienten zu arbeiten begannen. Sie brachten ihre Subjektivität und ihr Mitgefühl, ihre politisch-utopischen Ansichten und ihr Wertesystem in ihre Arbeit ein. Und wenn sie merkten, dass ihre Klienten sich nicht helfen ließen, nicht dankbar waren für das Engagement, das ihnen zuteil wurde, wenn sie feststellten, dass bürokratische Abläufe ihrem Engagement entgegenarbeiteten und dass die Arbeit, mit der sie sich ausgesprochen stark identifizierten, ihren Ansprüchen nicht genügte, dann zeigten diese Sozialarbeiterinnen eben diese Anzeichen emotionaler und körperlicher Erschöpfung. Sie wurden zynisch und sie grenzten sich von den Klienten ab, denen sie eigentlich helfen sollten. Durch die intensive wechselseitige Durchdringung von Privat- und Berufsleben, also durch die Investition emotionaler und persönlicher Ressourcen, entstand das Gefühl, als ganze Person gescheitert zu sein, wenn man auf der Arbeit gescheitert war und in der Arbeit mit den Klienten. Die schwedischen Autoren Barbro Bronsberg und Nina Westlund, die arbeiteten in der Erwachsenenbildung in den 80er Jahren und richten sich im Vorwort ihres Buches Ausgebrannt, die egoistische Aufopferung, ebenfalls an ein linksalternatives Milieu, wenn sie beschreiben, wie sie zu ihrer Beschäftigung mit Burnout kam. Also sie schreiben, 1988, wir hielten beide Kurse zum Selbstbewusstseinstraining ab. Es waren anregende, interessante und lehrreiche Kurse, in denen nicht nur wir, sondern auch die Teilnehmer alles hergaben. Ein Abschnitt über das Ausgebranntsein weckte besondere Aufmerksamkeit. Mit der Zeit veranstalteten wir eigene Kurse über das Ausbrennen und seine Vermeidung und viele, viele kamen. An jenem Tag, als eine Großkommune bei uns anfragte, ob wir in ihrem Bereich 16 Kurse über das Ausbrennen halten wollten, machten wir uns vor Verzweiflung und Begeisterung durch lautes Schreien Luft. Die Ursachen für Burnout wurden in dieser Zeit in verschiedenen Formen der Einschränkung und Verhinderung von beruflicher Selbstverwirklichung und Kreativität gesehen. Verkrustete und unflexible Strukturen und bürokratische Abläufe würden Mitarbeiter am Selbstausdruck hindern und zu Burnout führen. Und dann nochmal Bronsberg und Westlund, die schreiben, was schöpferische Tätigkeit behindert, Hemmungen, Furcht vor Blamage, eingefleischte Gewohnheiten, Unterdrückung der Fantasie, Verhinderung neuer Schritte durch Worte wie unmöglich, unrealistisch, mechanisches Reagieren auf die Umgebung. Um kreativ zu sein, muss man gegen althergebrachte Regeln verstoßen. Das Erstaunliche ist nun, dass diese Zeilen exakt so in einem zeitgenössischen Ratgeber stehen könnten, wie sie Ulrich Bröckling in das Unternehmerische selbst analysiert hat. Also Gewohnheiten abzulegen, Risiko einzugehen, optimistisch zu sein, ist längst Teil der Anforderungen geworden, die an Arbeitnehmerinnen aller Branchen heute gestellt werden. Es scheint so, als identifizierten sich heute Angestellte so sehr mit Unternehmenszielen wie linke Lehrer mit schwierigen Schülern. Für viele bedeutet ein Scheitern in der Arbeit, ein Scheitern als ganze Person. Erstaunlich ist beim Anstieg der Burnout dieser Diagnose aber vor allem, dass viele Organisationsprinzipien, die jene, die in den 80er Jahren über Burnout geschrieben haben, heute verwirklicht sind. Also nein, die gefordert wurden, dass sie eingeführt werden müssten, um Burnout zu verhindern, heute in vielen Unternehmen eben zur Managementstrategie gehören. Beispielsweise Arbeitszeitsouveränität, mehr Freiheit am Arbeitsplatz, Flexibilität, weniger starre Hierarchien, Möglichkeiten zum Einbringen eigener Interessen sind eben sozusagen
gehören zur Managementstrategie in vielen Unternehmen und sind vor allem Dinge, die Personalentwickler, die von außen Unternehmen geholt werden, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Unternehmensberater, das sind die Inhalte, die versucht werden, in Abteilungen umzusetzen, wenn diese Abteilungen nach Modernisierungsmöglichkeiten suchen. Die Forderung nach mehr Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung in der Arbeit, die vor allem in den 80er Jahren erhoben wurde, trug zudem bei, was Arbeitssoziologen die Subjektivierung der Arbeit nennen. Wenn aber die Arbeitswelt nun flexibler geworden ist und die Forderungen nach der Subjektivierung der Arbeitswelt erfüllt wurden, warum leiden dann mehr und nicht weniger Leute an Burnout und an Erschöpfungszuständen? Aus der Forderung nach Möglichkeiten der Selbstverwirklichung in Arbeit ist eine Anforderung an Arbeitnehmerinnen geworden. Die Anforderung, die eigene Arbeit als Ergebnis intrinsischen Interesses, als etwas, das man tut, weil man es will und nicht, weil man es muss, darzustellen, ist eine der Zumutungen der Gegenwart. Die Forderung nach dem Abbau tayloristischer Arbeitsmodelle wurde vom Kapitalismus aufgenommen und durch Flexibilisierung, Deregulierung und Subjektivierung der Arbeit als Zugewinn an Autonomie und Authentizität dargestellt. Doch nicht die Selbstverwirklichung sollte realisiert werden, sondern unternehmerisches Handeln befördert. Indem der Forderung nach Authentizität und Autonomie in der Arbeit nachgekommen wurde, wurde gleichzeitig soziale Sicherheit kassiert. Die Art von Kritik, die solche Forderungen nach Autonomie und Selbstverwirklichung erhebt und die Bedeutung der Sozialkritik ins Hintertreffen geraten lässt, nennen Luc Boltanski und Yves Kerpelot in der Neue Geist des Kapitalismus Künstlerkritik. Ihr Gegenstand ist nicht wie bei der Sozialkritik eben der Abbau von Ungerechtigkeiten und der wachsende soziale Ungleichheit, sondern die Unfreiheit und die Inauthentizität, die der Kapitalismus hervorbringe, seine Stammstrukturen und seine mangelnden Möglichkeiten zur Selbstentfaltung. Max Weber hatte in Der Geist des Kapitalismus noch die zentrale Stellung der Ideen von Berufsmoral, von innerweltlicher Askese und rationaler Lebensführung, die den protestantischen Sekten im 17. Jahrhundert entstammten, für die Entstehung des Kapitalismus betont. So bezeichnen jetzt aber Poltanski und Kerpelle und der neue Geist des Kapitalismus den Geist, von dem damals Weber sprach, als den ersten Geist des Kapitalismus, dem der zweite folgt, den sie in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnen lassen und in dem eben soziale Sicherheiten erkämpft wurden, Arbeitnehmerrechte wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter. Und währenddessen der Kapitalismus dann erneut kritisiert wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er und 70er Jahren, als einer, der natürlich irgendwie in diesen terroristischen und fadistischen Arbeitsverhältnissen soziale Sicherheiten ermöglicht hat, aber die Menschen zunehmend den Maschinen gleich macht, die Kritik an der Vermassung, die der Kapitalismus hervorruft und den mangelnden Möglichkeiten, eben authentisch und individuell in der Arbeitswelt zu sein. Also dieser erste Geist des Kapitalismus ist dann sozusagen mit dieser Berufsmoral, mit asketischer Lebensführung verbunden. Der zweite, sagen diese beiden Autoren, sei mit Verantwortung und Wissen verbunden. Und dieser dritte Geist des Kapitalismus, der irgendwann um die 80er Jahre dann vielleicht sich tatsächlich durchsetzt, ist von dem Begriff der Aktivität geprägt. Boltanski und Kerpelot schreiben, etwas in Angriff nehmen, sich verändern, sind Begriffe, die gegenüber einer oft mit Tatenlosigkeit gleichgesetzten Stabilität zunehmend positiv bewertet werden. Wenn in Ausgebrannt, also dem Buch über Burnout dieser beiden schwedischen Sozialarbeiterinnen von 1988, noch die Rede davon war, man müsse eingefleischte Gewohnheiten ablegen, dürfe nicht mechanisch auf die Umgebung reagieren und müsse gegen althergebrachte Regeln verstoßen, so handelt es sich genau um jene Ideen, die den Geist des Kapitalismus heute bilden und dem das Unternehmerische selbst der Gegenwart sich ausgesetzt sieht. Gleichzeitig gibt es natürlich den verbreiteten Wunsch, die neuen Freiheiten tatsächlich zu nutzen, Spaß zu haben an der Arbeit und sich Erfolge selbst zuzuschreiben, sich irgendwie zu investieren und den Eindruck zu haben, auch wirklich Veränderungen anstoßen zu können der Arbeit. Und vermutlich entsteht da einfach eine gefährliche Kombination, wenn der Wunsch nach Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung trifft auf die Gefahr der Selbstausbeutung. Sowohl in flexibilisierten Unternehmensstrukturen als auch im aktivierenden Sozialstaat, wie zum Beispiel Stefan Lessenich beschrieben hat, ist es notwendig geworden, die eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen immer aktiver in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Wozu es eben notwendig ist, sein ganzes persönliches Potenzial zu mobilisieren und einzusetzen.
Dazu gehören nicht nur erworbene Fähigkeiten, sondern zum persönlichen Potenzial eines Menschen gehört zunehmend auch Emotionen zu steuern und Emotionalität zeigen zu können. Auch wenn Burnout weiterhin viel weiter verbreitet ist in so klassisch emotionalen Dienstleistungen wie unter Krankenschwestern, bei Lehrern, bei Angestellten in der Pflege und so weiter, kommt trotzdem zu einer Emotionalisierung der ganzen Arbeitswelt. Die Rolle, die Emotionen in anderen Sektoren, nicht klassische emotionale Arbeit spielt, steigt an und damit auch die Forderung, die ganze Person mit ihren persönlichen Interessen und Emotionen in die Arbeit einzubringen. Man spricht da immer von der Kommodifizierung von Emotionen, also dem Moment, in dem Emotionen selbst zur Ware werden. Die Dokumentarfilmerin Carmen Losmann hat 2011 einen wirklich ausgesprochen beeindruckenden Dokumentarfilm gemacht über die neue Arbeitswelt von Kopfarbeitern und über Strategien des Human Resource Management. Er heißt Work Hard, Play Hard und er zeigt eindrücklich, dass die vollständige Identifikation mit Unternehmenszielen auf der einen Seite verlangt wird, ebenso jedoch ein emotional kompetentes und authentisches Auftreten. Die Arbeit soll der Selbstverwirklichung dienen, aber im Rahmen enger institutioneller Vorgaben. Im Film gibt es eine Szene, in der ein junger Angestellter einer Energiefirma nach längerem Gespräch mit den Consultants von Kienbaum ein Feedback über seine Stärken und Schwächen erhält. Also die Consultants haben ihn länger interviewt, damit geht er raus, sie besprechen sich, er kommt zurück in den Raum und bekommt eben eine Rückmeldung. Und die Szene habe ich transkribiert. Also die Personalentwicklerin der Consultants-Firma fragt, ja, wie haben Sie auf uns gewirkt? Sehr dynamisch, lebendig und voller Tatkraft, wie jemand, der seinen Job mit Feuer und Flamme macht, sehr motiviert bei der Sache ist. Sie haben sehr optimistisch gewirkt, sehr engagiert. Was noch nicht so ganz voll und ganz da ist, ist dieses Thema Beziehungsorientierung, Perspektivwechsel, Einfühlungsvermögen. Also sich wirklich in die jeweils andere Person mit ihren Treibern und Motivationslagen hineinzuversetzen und zu schauen, was sie antreibt. Können Sie mit diesem Feedback was anfangen? Erkennen Sie sich wieder? Also der junge Junior Sales Manager sagt daraufhin, insgesamt erkenne ich mich in dem Feedback wieder. Was ich sehr interessant finde, ist natürlich Empathiefähigkeit gegenüber potenziellen Mitarbeitern. Finde ich ein interessantes Entwicklungsfeld, da möchte ich mich auf jeden Fall weiterentwickeln. Die Szene illustriert die vollkommen paradoxe Anforderung, auf der einen Seite begeistert, enthusiastisch, aktiv und motiviert zu sein, gleichzeitig aber reflexiv und empathisch. Nach permanenter Selbstoptimierung auf der einen Seite zu streben und gleichzeitig authentisch. Alle Ehrenberg nochmal beschreibt in Das erschöpfte Selbst die Depression als eine Müdigkeit, man selbst zu sein. Im französischen Original heißt es ja auch La fatigue d'être soi, also die Müdigkeit, man selbst zu sein, nicht wie im Deutschen Das erschöpfte Selbst. Und er unterscheidet zwei Versionen, die anzeigen, ob die schwierige Aufgabe gelungen ist, sich korrekt zu verhalten. Einmal die Angst, die mir anzeigt, dass ich ein Verbot überschreite, also eine Krankheit der Schuld, eine Konfliktkrankheit. Und auf der anderen Seite die Erschöpfung, die mich entleert, die mich handlungsunfähig macht, als eine Krankheit der Verantwortlichkeit, eine Krankheit der Unzulänglichkeit andererseits. Das emanzipierte Individuum nach dem Zweiten Weltkrieg, oder was sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg langsam entsteht, leidet so nicht mehr unter der Angst, Verbote zu übertreten, sondern unter der Erschöpfung, Anforderungen nicht zu genügen. Ehrenberg bringt dies auf die Unterscheidung, auf den extrem oft zitierten Satz, sich befreien macht nervös, befreit sein depressiv. Betrachtet man aber die Arbeitswelt der Gegenwart, so wird deutlich, dass eben nicht nur das Streben nach Möglichkeiten der Selbstrealisation, danach man selbst zu sein, ermüdend wirkt, sondern eben auch dieser Wunsch in Verbindung mit den neuen Zwängen, die die Arbeitswelt prägen. Die schwedische Soziologin Elin Thunmann, die auch einen Aufsatz in unserem Band hat, die hat eine Studie gemacht, in dem sie Burnout-Patienten, die mindestens ein halbes Jahr krankgeschrieben waren, kurz vor Wiedereingliederung in die Arbeit interviewt hat. Und das ist eine qualitative Studie. Das ist im Übrigen unglaublich interessant, in welchen Ländern Burnout als Diagnose verbreitet ist und in welchen nicht. Also in Skandinavien gibt es eine Burnout-Forschung und Leute erkranken an Burnout, ebenso in den Niederlanden.
Aber jetzt war ich eben vor kurzem in England auf einer Konferenz und die hatten dieses Phänomen überhaupt nicht auf dem Schirm und fanden das sehr interessant, dass sie in Deutschland alle Burnout kriegen. Die haben zum Beispiel gesagt, ja, Burnout ist sowas, was so zynisch, ironisch als Yuppie-Flu aus den 80ern, also so eine Yuppie-Krippe oder so. Aber es ist sozusagen kein ernsthaften Burnout-Diskurs zurzeit in England. In den USA bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, also auch nicht in diesem medizinischen Begriff, sondern eher so alltagsweltlich ein Burnout, wenn man irgendwie erschöpft ist. Genau. Okay, also die schwedische Soziologin Elin Thunmann mit ihrer qualitativen Studie mit Burnout-Patienten. Sie beschreibt also alle, sie beschreibt die große Bedeutung für die Arbeit, die ihre interviewt, sie beschreibt die große Bedeutung, die Arbeit für ihre Interviewpartnerin hatte. Alle gaben ein sehr persönliches Verhältnis zu ihrem Job zu haben und waren emotional stark involviert. Sie erzählten, ihre Arbeit zu lieben und ihre Aufgaben mit großer Leidenschaft nachzugehen. Und was besonders interessant ist, finde ich, an dieser Studie, ist, dass sie zeigt, dass Burnout eben nicht nur ein Phänomen ist, was irgendwie in oberen Einkommensschichten stattfindet und vor allem auch keins, was nur in kreativen oder emotionalen Tätigkeiten stattfindet. Also sie hat einen Kfz-Mechaniker im Sample, sie hat eine Angestellte in einer Bank, ein Mitarbeiter der Post etc. Okay, genau. Und dann gibt es Gertrud 50 zum Beispiel. Sie beschreibt ihre Gründe für ihr Engagement in ihrem Beruf als Hochschullehrerin und Forscherin. Sie sagt, ich tue das leidenschaftlich gern. Das ist genau das, was ich tun will. Die Arbeit habe sich, so sagt sie, rasch in ein Projekt verwandelt, auf das sie sich, Zitat, in einem solchen Maße mit Leib und Seele einließ, dass sie oft vergessen habe, dass auch noch andere Leute um sie herum sind. Darüber hinaus betonen viele der Befragten, dass die Arbeit für sie viel mehr war als eine Einkommensquelle, dass es ihnen nicht primär um eine schnelle Karriere gegangen sei oder um ein hohes Gehalt. Die 42-jährige Clara, die bald von ihrer Stellung als Briefträgerin zur Chefin eines Zustellzentrums aufstieg, sagt, dass ihr die Beförderung nicht sonderlich bedeutend erschien. Ich habe nie an eine Karriere gedacht, nie, ich war immer ich selbst. Und weil sie in allen Lebensbereichen sie selbst sein wollte, war es ihr auch wichtig, bei der Arbeit erstklassige Leistungen zu erbringen, Zitat. Die Vorschullehrerin Ulrike, 43 Jahre, zitiert Thunmann mit den Worten, ich habe das Bedürfnis, die Initiative zu übernehmen. Ich brauche ein Ventil für meine Kreativität, wenn es stagniert, bin ich langweilt. Und ich fühle mich in der Berufsrolle eingeengt, wenn ich nicht so frei arbeiten kann. Ich brauche den Flow. Ulrike erzählt, dass sie nie zögerte, neue Aufgaben zu übernehmen, wenn sie dachte, dass ihre Fertigkeiten zur Entwicklung eines Projekts beitragen könnten. Elisabeth, 36, ist Angestellte in einem Hotel und beschreibt die Zeit, bevor sie Burnout bekam. Ich habe das Gefühl gehabt, Zitat, je mehr ich tue und je kompetenter ich bin, umso besser bin ich als Person. Und dann denkt man natürlich, wenn ich bei der Arbeit gut bin, dann ist das meine Identität als Mensch. Ich war meine Arbeit. Gut bei der eigenen Arbeit zu sein, war eben für alle Befragten dieser Studie ein wichtiger Bestandteil ihrer Identität. Sie berichteten, dass ihre Arbeitgeber vor ihnen diese Identifikation aber auch eingefordert haben, ihnen gleichzeitig aber nicht die Ressourcen zur Verfügung stellten, um ihre Aufgaben zufriedenstellend zu erfüllen. Durch Stellenkürzungen und Restrukturierungsmaßnahmen wurden die Ressourcen immer knapper und Thunmann fasst das Ergebnis ihrer Auswertung zusammen, indem sie schreibt, alle waren bestrebt, sich selbst und ihren Werten bei der Arbeit treu zu bleiben. Sie hatten die Bedingungen, unter denen sie ihre Tätigkeiten verrichteten, jedoch nicht wirklich in der Hand. Die Ausgebrannten der Gegenwart, mit denen Thunmann sprach und die in allen Sektoren tätig sind, haben viel gemeinsam mit den Sozialarbeiterinnen der 70er und 80er Jahre. Beide müssen ihre Emotionen und ihre Subjektivität in den Arbeitsprozess einbringen und beide sind gezwungen, wieder Grenzen zu ziehen zwischen sich und der Arbeit, zwischen Arbeit und Freizeit und müssen sich schützen vor einer Überidentifikation mit den Erfolgen der Organisation, für die sie arbeiten. Wer daran scheitert, dem drohen psychische Belastungsstörungen, vor allem dann, wenn Erfolge ausbleiben, Anerkennung für erbrachte Anstrengungen verwehrt wird. Woran aber liegt es, dass immer mehr Menschen daran scheitern, diese Grenzen einzuziehen? Warum übernehmen die Angestellten die Ziele ihrer Organisation in so hohem Maße? Warum machen sie nicht früher Feierabend, kümmern sich um ihre Freunde, um ihre Kinder oder um sich selbst, anstatt um die Kennzahlen ihrer Abteilung? Eine Anfrage im Bundestag hat ergeben, dass die Zahl der Beschäftigten, die abends arbeiten, innerhalb von 10 Jahren um 46% angestiegen ist und dass außerdem die Anzahl der Beschäftigten mit überlangen Arbeitszeiten in genau diesen 10 Jahren um 23% zugenommen hat.
Ein wichtiges Instrument, die Leistungen von Mitarbeitern zu steigern und ihre Selbstverpflichtung zu erhöhen, ist die Implementierung von Wettbewerben. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Wettbewerbe sind ein moderner Modus der Ressourcenallokation, nennt sich die Verteilung von Gütern in feudalen Gesellschaften auf Grundlage eines angeborenen Status oder durch hierarchische Planung, im schlimmsten Falle durch Kampfvollzug, gelten Wettbewerbe im Gegensatz dazu als demokratisch, friedlich, als fair und vor allem als effektiv. Sie werden eingesetzt, um Ressourcen nicht zu verschwenden, sondern sie effektiv zu distribuieren. Seit den 90er Jahren kam es jedoch zu einer zeitlichen und sachlichen Entgrenzung von Wettbewerben, sodass der Wettbewerb zunehmend die Sozialordnung als Ganze bestimmt. Einerseits werden immer mehr Güter über Wettbewerbe distribuiert, also vormals öffentliche Institutionen wie Krankenhäuser werden dem Markt zugeführt durch Privatisierung. Aber auch da, wo kein Markt existiert, werden Wettbewerbe zunehmend als Mittel zur Effektivitätssteigerung eingeführt. Also beispielsweise, wenn verschiedene Abteilungen einer gleichen Firma miteinander in einen Wettbewerb gesetzt werden oder ganz populär ist dieses Instrument an Universitäten heute, in öffentlichen Verwaltungen und so weiter. Das Fehlen von Wettbewerb gilt mittlerweile als Erklärung für Dysfunktionalitäten aller Art. Es kommt damit zusammenhängend, aber auch zu einer zeitlichen Entgrenzung von Wettbewerb, was sich darin äußert, dass sich die zeitlichen Abstände, denen man sich Wettbewerben ausgesetzt sieht, erheblich verkürzen. Wenn Sie zum Beispiel an die 70er Jahre denken, hatte man nach dem Hochschulabschluss, stand man natürlich im Wettbewerb mit anderen Absolventen um eine Stelle. Man hatte sich diese Statusposition aber eben für eine gewisse Zeit, in der Regel bis zur Rente, erkämpft. Und heute werden diese Abstände immer kürzer, die Statuspositionen werden in immer kürzeren Abständen zur Disposition gestellt und müssen performativ immer wieder neu erkämpft werden. Besonders deutlich äußert sich das eben in befristeten Verträgen, die so eine Art institutionalisiertes Misstrauen sind, dass man eben aufhören würde, sich anzustrengen, wenn man sozusagen die Angst vor der Arbeitslosigkeit verlieren würde. Und tragischerweise ist es tatsächlich so, dass Universitäten und auch viele öffentlich finanzierte Einrichtungen dann noch stärker von betroffen sind als der privatwirtschaftliche Sektor. In der Erfahrung von Angestellten führen Befristungen zu einem erhöhten Leistungsdruck, dem Gefühl, außerordentliche Leistungen vollbringen zu müssen und den eigenen Wert für die Organisation fortwährend unter Beweis zu stellen. Hartmut Rosa, der dieses Buch Beschleunigung geschrieben hat, ich glaube, es liegt auch draußen, und von dem ich, der wird sicher eine harte Konkurrenz war beim Buchstaben B, hat sich angeschaut, diese immer kürzeren Abstände, denen man Bewährungsproben ausgesetzt ist, im Kontext eben seiner Überlegung zur Beschleunigung der Lebensverhältnisse. Während Wettbewerbe aber vorgeblich Ressourcen vermehren sollen, tragen sie zu einer massiven Ressourcenvernichtung bei, weil sie die Individuen zwingen, sich nur noch in ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit zu investieren. Jeder Wettbewerb, das ist sozusagen banal, produziert Gewinner und Verlierer. Jetzt gibt es aber viele Wettbewerbe, die in Winner-Take-All-Märkten stattfinden. Das heißt, wo es einen Gewinner gibt und der Rest verliert. Und das bedeutet, wenn in die eigene Wettbewerbsfähigkeit Ressourcen investiert werden, dass die Mehrheit der Wettbewerber in der Regel alle ihre Ressourcen verschwendet. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die drittmittelbasierte Forschung an Hochschulen. Also die führt eben dazu, dass irrsinnig viele Anträge geschrieben werden für Forschungsprojekte, die nie realisiert werden. Also eine enorme Ressourcenverschwendung von Arbeitszeit hochqualifizierter Forscher. Genau, also einerseits zerstören sie die Ressourcen, wenn man sozusagen zu den Verlierern eines Wettbewerbs gehört, und gleichzeitig verkürzen sie die Zeiten, in denen man Ressourcen neu bilden kann, wenn eben diese Abstände sich verkürzen. Burnout-Patienten geraten so in eine Verhetzung, bei der sie nach langen Stunden des Schlafens immer noch erschöpft aufwachen. Durch die Arbeitszeitsouveränität, die in vielen Firmen eingeführt wurde und die ja, das ist glaube ich total wichtig zu betonen, auch von Arbeitnehmern immer wieder gefordert wird, wird nicht mehr der betriebene Aufwand einer Mitarbeiterin gratifiziert, der in Arbeitsstunden ganz einfach messbar wäre, sondern der Erfolg, den sie im Wettbewerb mit anderen hat, keine Ahnung, indem sie ein Produkt verkauft oder indem sie eben mit anderen Konkurrenten erfolgreich aus einem Wettbewerb hervorgegangen ist. Diese Erfolge werden eben zum Maßstab der Anerkennung.
Wie lange man arbeiten muss, um diesen Erfolg zu erlangen, liegt aber in der eigenen Hand. Und das bedeutet erstens, dass Anerkennung ein relativ knappes Gut wird, weil eben in vielen Wettbewerben die meisten, viele Wettbewerbe eben so viele Verlierer produzieren. Und zweitens, dass man nie weiß, wann man genug gearbeitet hat, weil der Aufwand, den der Konkurrent betreibt, ja in der Regel unbekannt ist. Ich komme zum Schluss. Burnout ist ein subjektives Leiden an der Arbeit. Es gibt es ist eine Erschöpfung, die auf den Versuch folgt, in und durch Arbeit man selbst zu werden. Genau dieser Wunsch macht verletzlich und anfällig dafür, dass die eigene Subjektivität vernutzt wird. Die Entgrenzung von Wettbewerben und die Verdrängung kooperativer Sozialbeziehungen tragen zu dieser Vulnerabilität bei, weil sie den Druck erhöhen, sich in Konkurrenz mit anderen aufs Spiel zu setzen. Also was tun? Wir könnten die Erschöpfte als leidende Anti-Heldin der Erfolgskultur sehen, die, auch wenn sie nicht willentlich Widerstand leistet, so doch allen Imperativen der Gegenwart entgegensteht. Ihre Kreativität, ihre Zuversicht und ihre Leidenschaft wurden verbraucht, sie ist gelähmt, passiv und emotionslos und sie hat nichts mehr, was sie in Wert setzen könnte. Sie hat ihre Identifikation mit der Arbeit aufgebrochen, wenn auch in einem sehr schmerzvollen Prozess. Wo das Einswerden mit der Arbeit zu einer der Zumutungen der Gegenwart geworden ist und die Arbeit fortwährend als Ausdruck intrinsischer Interessen hervorzuheben ist, bekommt der Begriff der Entfremdung eine neue Bedeutung. Entfremdet zu arbeiten, also der eigenen Arbeit fremd zu werden, ist kein gesellschaftlicher Zustand mehr, welcher der Kapitalismuskritik verfällt. Heute scheint subjektive Widerständigkeit gerade darin zu liegen, sich die Arbeit nicht so stark anzuverwandeln, dass man mit ihr identisch wird. Unsere erschöpften Antiheldin ist die Arbeit fremd geworden. Ihr Kollaps hat dazu geführt, dass sie kein Interesse mehr aufbringen kann. Ihre Zeit lässt sie ungenutzt verstreichen. Ihre Produktivität ist zusammengebrochen. Vielmals wurde gefordert, dass man Burnout als medizinische Diagnose endlich anerkennen müsste. Vielleicht aber müsste es genau darum gehen, auch ohne krank zu sein, eine Pause einlegen zu dürfen, wenn man erschöpft ist. Danke. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass diese beiden Sessel irgendwie dafür gedacht sind, dass wir uns da reinsetzen. Ja, liebe Greta, vielen Dank für den, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, wahnsinnig interessanten und stoffreichen Vortrag. Ich rede jetzt absichtlich mal kurz etwas langsamer, damit sich das vielleicht kurz setzen kann, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen. Ich vermute, dass jede und jeder hier im Raum da so seine ganz eigenen Geschichten und eigenen Fragen mit einbringt. Und das macht ja solche Abende auch dann sehr spannend, weil das ist ja einerseits ein wissenschaftliches Thema, so wie für dich, und gleichzeitig ist es natürlich eine höchst persönliche Frage für uns alle. So. Vielleicht darf ich noch, um kurz runterzukommen, darauf hinweisen, das hatte ich vorhin vergessen, falls Sie sich fragen, was eigentlich dieser Film hier links soll. Das ist so eine kleine performative Darstellung dieses auf der Höhe, das ist nämlich vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang einfach das Licht. Und so ungefähr nach 1,5 Stunden ist die Sonne wieder untergegangen und dann sind wir hoffentlich etwas schlauer und verabschieden uns in den Abend. Ja, das ist ja immer ganz gut bei so Veranstaltungen, wenn es dann auch mal gut ist und das ist ungefähr so nach 1,5 Stunden und dann versammeln wir uns draußen und trinken noch ein Getränk. So, aber jetzt wieder zurück zu unserer Frage und ich würde jetzt vielleicht einfach einmal den Faden so aufnehmen und nochmal nachhaken bei deiner letzten Überlegung, wenn ich das darf. Und Sie können sich ja schon mal überlegen, welche Fragen Sie haben oder welche Anmerkungen. Die Zeit geht in der Regel schnell vorbei. Insofern wäre es gut, wenn alle sich ein bisschen auf ihren Punkt sozusagen konzentrieren. Aber was mir jetzt eigentlich, als ich dir so zugehört habe,
immer wieder durch den Kopf ging und du hattest ja am Ende dazu in gewisser Weise auch eine These oder eine Empfehlung. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist es jetzt eigentlich im Kern eine Kapitalismuskritik, die lautet, das System oder die ökonomischen Anforderungen erwarten von uns eigentlich die ganze Zeit ein Maß an Kreativität und an Engagement und an Eigeninitiative, die so einen Druck erzeugen, dass wir aus welchen Gründen auch immer das Gefühl haben, wir sind dem nicht gewachsen. Das wäre ja so die eine Optik. Oder müsste man eigentlich noch ein bisschen tiefer bohren und nochmal fragen, inwieweit eigentlich diese ganze Idee von Selbstverwirklichung und Sinnhaftigkeit des Daseins in all seinen Facetten, wo wir ja eigentlich eher, sagen wir mal, so eine linksemanzipatorische Erzählung vielleicht im Kopf haben. Also ich habe das zumindest. Ja. Also als du meintest, in den 60ern ging es dann darum, Hierarchien und das Fließband zu überwinden, da hatte ich natürlich eher so einen prototypischen 68er irgendwie im Kopf. Ich meine, oder ist nicht das eher das Problem? Oder ist das nicht eher der Punkt, über den man nochmal sich genauer unterhalten müsste. Wenn die Schlussfolgerung die sein sollte, dass man eher sagt, lerne entfremdete Arbeit wieder als entfremdete Arbeit zu akzeptieren in gewisser Weise und leide nicht sozusagen darunter, dass du sie als entfremdet und nicht so sinnhaft wahrnimmst und daran krank wirst, dann wäre das doch eigentlich auch für jeden emanzipatorisch interessierten Menschen eine gewisse Desillusionierung. Denn Marx hat ja, wenn ich mich recht entsinne, war ja irgendwann mal der Meinung, dass man diese entfremdeten Verhältnisse überwinden sollte. Und jetzt sagst du, genau an dieser Idee von nicht entfremdeter Arbeit werden wir krank. Ich spitze es ein bisschen zu und das würde mich nochmal interessieren. Ist es an? Ja. Es ist natürlich so ein bisschen provokativ am Ende, weil ich irgendwie den Entfremdungsbegriff so im letzten Satz einführe und es ist ja nicht so, als hätten sich da andere nicht schon sehr viele Gedanken drüber gemacht, wie man irgendwie mit dieser Form der Kapitalismuskritik zu verfahren hätte. Aber es ist, das Problem ist ja erstmal, dass diese Erwartung sich durch nicht scheinbar nicht entfremdete Arbeit selbst verwirklichen, dass die einfach permanent enttäuscht wird und dass das erschöpfend ist und dass das depressiv macht. Also wenn wir irgendwie nicht entfremdete Arbeit haben und Leute darin glücklich sind, wunderbar. Also das ist sozusagen, das Versprechen kann man vielleicht nicht aufgeben. Aber was man, glaube ich, nicht versuchen sollte, ist unter Bedingungen extremen Konkurrenzdrucks zu glauben, dass man Selbstverwirklichung in Arbeit unbedingt tun sollte. Und ich würde auch nicht sagen, dass man Selbstverwirklichungsversprechen oder Streben aufnehmen sollte, sondern nur, dass man es vielleicht einfach stärker von Arbeit trennen sollte. Und dass man, das ist sozusagen, es muss wieder irgendwie eine stärkere Plausibilität haben, zu sagen, ich gehe nur arbeiten, um Geld zu verdienen und meine Selbstverwirklichung mache ich in der Freizeit. Und die, was war nochmal die erste Frage? Es war eigentlich nur diese Frage. Ja, also genau, die erste Frage war die mit der Kapitalismuskritik. Mhm. Ich würde sagen, dass der Kapitalismus erstmal die Arbeitskraft auf diverse Weisen vernutzt. Das ist sozusagen, und auch nicht nur der Kapitalismus, also auch der Galeerensklave ist natürlich Zumutungen ausgesetzt. Aber entscheidend ist für mich nicht, dass es heute mehr gearbeitet wird, größere Zumutungen hat und stärkere Anstrengungen verbracht werden müssen, als in der gesamten Geschichte des Kapitalismus, wo wir plötzlich deswegen erschöpft sind nach der Arbeit, sondern dass sich diese Erschöpfung oder diese Vernutzung der Arbeitskraft in immer anderen Formen zeigt. Und wenn man eben eine bestimmte körperliche Arbeit macht, dann kriegt man eben Rückenprobleme. Und wenn man mit der Vorstellung und mit dem Wunsch nach Selbstverwirklichung seine ganzen Emotionen und seine ganze Subjektivität in die Arbeit einbringt, dann wird man enttäuscht. Und Burnout ist eine Enttäuschungsdepression. Also mir geht es sozusagen
um eine spezifische Form der Erschöpfung. Oder ich, was heißt mir geht es? Es geht bei Bernhard um eine spezifische Form der Erschöpfung. Aber vielleicht darf ich dann noch einmal nachhaken. Ich habe neulich irgendwo gelernt, dass der neueste Generation Verschlagwortung für die jüngere Generation, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, die Generation Y ist. Also die Generation, die sozusagen geradezu Ausgangspunkt ihrer Optik auf Handeln und Tun nimmt, ist das sozusagen, empfinde ich das als sinnhaft. Ja, ja, und die vor so, allem sagt, sie wollen nicht nur arbeiten, ne? Also sie so. Wird ja als eine beschrieben, die sagen, wo der junge Hochschulabsolvent sagt, ich will nur 4 Tage die Woche kommen. Also so wird es in den Feuilletons beschrieben. Ich kenne keine Studien, die diese Generation Y schon sich angeschaut haben. Aber was, was vielleicht wichtig ist zu sagen, ist, dass unter Burnout vor allem auch ältere Arbeitnehmer leiden und Arbeitnehmerinnen, die also sozusagen diese Fähigkeit, sich ständig neu zu investieren und in Projekte enthusiastisch einzusteigen, nicht mehr so stark an den Tag legen und die von Restrukturierungsmaßnahmen auf Arbeitsstellen viel stärker psychisch belastet sind als junge Hochschulabsolventen. Ganz klar, aber wenn man noch mal kurz vielleicht bei dieser Generation Y bleibt, also das leuchtet mir ein, dass das noch mal sozusagen für unterschiedliche Phasen im Leben sich unterschiedlich darstellt. Aber dann stellt sich doch da zumindest eine Frage, ob man nicht eigentlich diesem Begehren nach sinnhafter Tätigkeit, ob das eigentlich wirklich ein guter Rat ist, sozusagen dem entgegenzutreten und zu sagen, schraubt es mal zurück, ja, weil ihr euch sonst sozusagen in euren Erwartungen oder in euren Begehren überfordern. Also ich habe keinen Zweifel daran, dass es Unternehmen gibt, die sozusagen ganz massiv so ein Kreativitäts- und Eigenverantwortungsphilosophie pflegen in einem Korridor, wo man sagen muss, okay, das ist einfach nur eine Überforderung, weil du kannst natürlich in Wahrheit viele Entscheidungen gar nicht selber treffen. Aber es gibt doch wahrscheinlich andere Institutionen, wo es eher so ist, dass sich viele Menschen auch in der Arbeitssituation wiederfinden, die man sozusagen als explizit, als zu unkreativ, als zu unselbstbestimmt empfindet und irgendwie damit sehr, sehr tief unglücklich ist, wo dann sozusagen die Organisation oder die Institution eher ganz fordistisch antwortet, ja, aber das ist nun mal deine Job-Description, mehr geht nicht, du hast hier nun mal nur die Funktion X. Ja? Und in dem Sinn wäre das ja eher gesund, Leute sozusagen in ihre Funktion anzusprechen und nicht in ihrem Streben nach Sinn und Selbstbestimmung. Kann man das so sagen? Oder? Ja, ich glaube, das ist eben einfach wichtig, deswegen... Deswegen ist der Untertitel von unserem Buch auch in der Wettbewerbsgesellschaft. Also sozusagen, ich glaube nicht, dass man den Anspruch aufgeben sollte, irgendwie was zu machen, was einem sinnvoll erscheint und oder Arbeit zu machen, die man gern macht. Also das ist sicher eine Riesenerleichterung, wenn man irgendwo jeden Tag hingeht, wo man das Gefühl hat, dass man irgendwie als Mensch anerkannt wird und dass man als Mensch mit individuellen Interessen gesehen wird. Das Problem ist, wo Ressourcen verknappt werden, wo dieser Wunsch nach Selbstverwirklichung so stark in eins fällt mit der Angst zu scheitern oder nicht genug zu leisten, nicht zu genügen, da wird es sozusagen irgendwie schwierig. Ich meine, andererseits, ich kann auch einfach keine Ratschläge geben, ich bin Soziologin, keine Ahnung, ob man das aufgeben sollte, ob man eher entfremdete Arbeit machen sollte. Man sollte sicher versuchen, eine Fremdheit herzustellen und nicht vollständig, also beziehungsweise, was heißt man sollte, wenn Arbeit und man selbst und die eigene Identität vollständig in eins fallen, dann ist man zumindest gefährdet, dass man... Dann wird man sehr verletzlich und sehr vulnerabel gegenüber, wenn Misserfolge eintreten, dass man dann sozusagen belastet wird. Vielen Dank. Es gibt eine erste Wortmeldung, dafür bin ich sehr dankbar. Denn das ist genau der Moment, wo wir jetzt unsere Runde
erweitern und das Gespräch gemeinsam fortführen. Ich bitte schön. Danke. Für mich war der Vortrag von Ihnen so, dass ich zum Schluss dachte, na, die sind ja völlig ratlos. In den 60er Jahren so, in den 80ern so. Nicht? Jetzt versetzen Sie sich mal in Ihre eigene Lage. Sie wurden irgendwann geboren, ohne dass Sie gefragt wurden. Und ohne wo und wann und wie. Und ehe Sie begriffen haben, wie die Welt funktioniert, haben Sie schon funktioniert. Und jetzt haben die Leute, die Sie haben funktionieren lassen, überlegt, wie kann ich sie denn noch besser funktionieren lassen? Und haben sich gesagt, sie sollen mit ihren Gefühlen jetzt noch mitarbeiten. Und jetzt stellt man fest, die ganze Welt ist ja vielleicht völlig sinnlos. So können die gar nicht mehr arbeiten. Die erkennen ja die Sinnlosigkeit jetzt mit ihren Gefühlen. So können sie auch nicht arbeiten, da werden sie krank. Ne? Außerdem ist ihre Betrachtungsweise in meinen Augen viel zu eng. Es gibt ja bekanntermaßen verschiedene Ursachen für Burnout oder Depression. Es können auch chemische Umweltgifte sein. Ich sag mal Fluor oder Alu oder weiß der Teufel was noch. Ja? Es werden im EU-Raum jedes Jahr 3000 neue Chemikalien auf den Markt gebracht. Und nur wenn man mehr als 100 Tonnen herstellt, muss es überhaupt untersucht werden. Jetzt versetzen Sie sich doch mal in die Lage eines jungen Ingenieurs, der es gerade so, der es gut geschafft hat. Und jetzt fängt er bei BMW an und macht jetzt die ersten 4 Jahre den linken Außenspiegel. Die nächsten 4 Jahre macht er den rechten Außenspiegel, damit es ein bisschen abwechslungsreich wird. Wo liegt denn da der Sinn? Ja? Und warum soll man da mit Gefühlen rangehen? Um Himmels Willen. Ja? 80% der Dinge, die wir machen, sind sinnlos. Und wir sollten auch begreifen, dass es so ist. Ja? Dass wir einfach nicht besser sein können. Sie nicht, er nicht, wir alle nicht. Wir alle sind nur Menschen. Vielen Dank. Sie haben um den Kreis nochmal zu schließen, Sie wirken ziemlich ratlos, aber das nehme ich auch nicht übel. Ja? Gut. Vielen Dank. Vielleicht das Mikrofon, genau. Einfach eins dahinter. Ja, also ich denke, jeder, der ein bisschen was von der Materie versteht, würde nicht auf die depperte Idee kommen, den Herzinfarkt als eine Hypochondrie oder eine Modekrankheit zu begreifen. Trotzdem gibt es eine verifizierte Studie, dass in der Wohlstandsgesellschaft der Herzinfarkt viel, viel häufiger auftritt als zum Beispiel nach dem Krieg, in Zeiten, wo richtig Not war, wo die Leute zu tun hatten, das Nötige für ihr Leben zusammenzubekommen. Ich wage mal die These, dass das Burnout-Syndrom spätestens, wenn es in unserer Wirtschaft mal richtig scheppert, ich spreche nicht von irgendwelchen kleinen Krisen oder von irgendwelchen Finanzgeschichten, sondern wenn wir in eine richtige, ausgewachsene Wirtschaftskrise hineinschlittern, wo wir alle zu tun haben, zu überleben. Ich glaube, dass dann dieses Burnout-Syndrom im Sinne von ausgebrannt sich erledigen wird, dass es das in dieser Zeit nicht mehr geben wird, dass es eine typische Wohlstandserkrankung ist und dass wir dann alle Hände voll zu tun haben, unseren Lebensunterhalt zu sichern und zu überleben. Dankeschön. Vielen Dank. Wir würden da hinten, Stefan, weitermachen. Vielleicht mal einen kleinen Applaus für Stefan Depping übrigens, der das Ganze organisiert hat. Danke. Mona Braunname, ich möchte tatsächlich gerne eine Frage stellen. Ja. Und zwar zu einer Gender-Perspektive. Ist und falls ja, inwiefern das Burnout-Syndrom auch ein weibliches Phänomen? Ja, das ist eine interessante Frage, weil wenn man zum Beispiel das Burnout-Phänomen oder das Burnout-Syndrom ist konnotiert als eher männliches Leiden. Tatsächlich werden aber häufiger Frauen mit Burnout diagnostiziert. Und
Also wenn man zum Beispiel Burnout bei der Google-Bildersuche eingibt, hat man sozusagen immer diesen Anzug tragenden Mann, der auf dem Tisch erschöpft zusammensinkt. Tatsächlich entspricht es aber nicht den realen Relationen von wer mit Burnout diagnostiziert wird. Ja. Vielen Dank. Mitte ist gleich wieder dran. Wir gehen jetzt aber kurz hier nach rechts, weil da waren ein paar Hände zunächst oben, da hinten mit, genau. Direkt vor deiner Nase, Stefan. Wenn ein Begriff so populär und so verbreitet ist wie der Burnout-Begriff, vielleicht müsste die soziologische Skepsis dann auch an der Frage ansetzen, warum das eigentlich so ist, also wie dieses Phänomen als solches zu erklären ist. Und vielleicht hilft dabei ja auch der internationale Vergleich noch ein bisschen weiter. Also Sie hatten es angesprochen in dem Vortrag, dass der Begriff und vielleicht auch das Phänomen in England zum Beispiel weniger verbreitet ist. Da würde mich interessieren, wie das zu klären ist, weil es ja grundsätzlich bei allen ökonomischen Unterschieden zwischen Deutschland und England sind es ja doch vergleichbare marktliberale Gesellschaften, die sich grundsätzlich in einer ähnlichen Situation befinden. Vielleicht wissen Sie auch etwas, ich habe da leider keine näheren Informationen, wie es eigentlich in asiatischen Gesellschaften, also in sehr dynamischen Wachstumsgesellschaften in dieser Hinsicht aussieht. Also gibt es dort, wenn es den Begriff vielleicht nicht gibt, gibt es da analoge Begriffe oder Konzepte oder taucht die Frage gar nicht auf in solchen Gesellschaften? Darüber weiß ich leider gar nichts. Vielleicht können Sie dazu noch etwas mehr sagen. Eine kurze Randbemerkung nur, diesen Hochsitz finde ich irgendwie hochgradig irritierend. Das ging mir schon so, als ich reinkam, hat es gar nichts mit dem Vortrag zu tun. Ich dachte erst, ob das irgendwie für Ambivalenzen der Moderne in irgendeiner Weise steht, weil man so im Kontext von Ikonografien des 20. Jahrhunderts auch einen Wachturm dort assoziieren könnte. Also ich finde es sehr, sehr irritierend, aber vielleicht geht das nur mir so. Nee, das ist schon als Irritation gedacht. Also wenn sie es irritiert, hat es eigentlich seinen Zweck schon erfüllt, wenn wir es produktiv machen können. So, jetzt war aber, genau, Stefan, ein paar Reihen weiter vorne rechts waren nach meiner Erinnerung sogar eigentlich zwei. Also ich hatte eigentlich genau die gleiche Frage. Da müsste man sich, denn man kann es, glaube ich, nicht einfach auf den Kapitalismus schieben, obwohl ich die Analyse sehr gut fand und auch vieles teilen würde. Aber ich denke, jetzt müsste man genau da weitergehen und zu gucken, was ist der kulturelle Anteil? Sind es offensichtlich die kalvinistischen Gesellschaften, wenn es Niederlande und die Skandinavier und Deutschland so stark sind? Müsste man sich nicht gerade aus der soziologischen Perspektive das jetzt noch ein bisschen genauer angucken? Und noch eine Anmerkung zur Generation Y. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn die sich jetzt überall selbst verwirklichen wollen, weil das wird der Kapitalismus auch vernutzen. Und das wird dann wahrscheinlich die nächste Diagnose sein, die dann kommen muss. Bitte schön. Also ich wollte nur sagen zu dem Herrn, der eben gesagt hat, wenn es die nächste Krise kommt, wird der Burnout verschwinden. Ich meine, ich selbst kenne aus meiner Familie, die alle so in 30er Jahren geboren sind, die haben noch den letzten Krieg mitgemacht und ich würde da mal ganz zynisch sagen, wollen wir den Burnout gegen das nächste Kriegstrauma tauschen, also was ja leider in Ländern wie Jugoslawien oder jetzt Syrien traurige Realität ist. Und um mal wieder einen Punkt zu bringen, wenn man es geschafft hat, aber immerzu die Sprüche hört, euch geht es ja zu gut, ein Untergangsdiskurs nach dem anderen und gut, ich bin nicht mehr im Arbeitsleben, aber ich stelle mir vor, dass im Arbeitsleben auch die Angst vor Verlust, vor dem Absturz aus großer Höhe vielleicht auch eine Rolle spielt, auch bei den im engeren Sinne Burnout-Betroffenen, die sind einfach in einer schweren Krise, die genauso vielleicht psychisch krank wären, nur das Leiden hätte einen anderen Namen, eben Trauma, Kriegstrauma. Wollen wir das wirklich? Also das kann es doch nicht sein, denn immer mit dem Spruch zu kommen, euch geht es ja nur zu gut, an den kann ich mich übrigens aus der Kindheit auch noch erinnern. Vielen Dank. Greta. Ich glaube, ich würde als erstes mal auf die Fragen nach dem internationalen Vergleich eingehen. Es ist tatsächlich so, dass ich
nicht so viel dazu sagen kann. Ich weiß, dass es irgendwie sehr unterschiedlich gehandelt wird, natürlich, dass zum Beispiel in den Niederlanden diese Diagnose häufig gestellt wird. Aber sie wird ja auch in Deutschland gestellt, obwohl sie keine anerkannte Krankheit ist. Insofern scheint es irgendwie so zu sein, dass der Diskurs, der darüber medial geführt wird, auch Auswirkungen darauf hatte, dass diese Krankheit häufiger diagnostiziert wird oder dieses Leiden. Und das betrifft die ganze Frage zwischen dem Verhältnis von Etikettierung und Ätiologie. Also ist es sozusagen so, dass eine Krankheit in den Diskurs eintritt und dass die Leute dann endlich einen Begriff dafür haben, für das, was sie schon immer haben? Oder ist es so, dass der Begriff auch, der für ein bestimmtes Leiden gefunden wird, dass der auch dieses Leiden mit hervorbringen kann? Das zum Beispiel bei der ganzen Diskussion darum, ob es ADHS wirklich gibt. Ich bin überzeugt davon, dass es dieses Syndrom gibt. Das heißt nur nicht, dass es anthropologisch schon immer so existiert hat oder dass die Erfindung eines Syndroms nicht auch dazu führen kann, dass es dann das Syndrom wirklich gibt, das sich also auch körperlich materialisiert. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, dass sozusagen eine Diskussion über Burnout auf eine bestimmte Evidenz stoßen muss. Und ich glaube, dass dieser Diskurs über Burnout, der irgendwie in den letzten Jahren in Deutschland geführt wurde, für viele Leute eine unmittelbare Evidenz hat. Es können sich unglaublich viele Leute damit identifizieren, das Gefühl zu haben, erschöpft zu sein, überfordert zu sein und irgendwie an so eine Wachstumsgrenze gekommen zu sein, ihrer persönlichen Ressourcen. Und ich glaube, dass das überhaupt nichts mit Wohlstandsgejammer zu tun hat, sondern dass es ein ganz manifestes Leiden gibt, was um sich greift. Warum das sozusagen, ich meine, zum Beispiel in England ist es so, dass es wird auch ganz häufig, wird man krank geschrieben, aber dann heißt sozusagen die Diagnose Stress. Das würde hier, wenn man nicht mit Stress krank geschrieben werden, sondern das heißt hier Burnout. Es gibt also in vielen westlichen Gesellschaften und auch in asiatischen Gesellschaften steigen die Diagnosen für psychische Belastungsstörungen an. Es gibt einen extremen Anstieg von Depressionen in China. Es gibt in Japan den Anstieg von Depressionsdiagnosen. Da wird sozusagen, also das ist sozusagen ein schwieriges Verhältnis. Leiden die Leute an dem Gleichen, auch wenn es nicht Burnout heißt? Das würde dann wieder der These widersprechen, dass das Etikett besonders wichtig ist bei der Hervorbringung auch des Leidens. Aber ich habe die Frage nicht wirklich beantwortet, aber ich habe eben auch keine international vergleichende Studie dazu angestellt und ich glaube, es gibt auch keine. Gut, wir würden wieder hier in die Mitte zurückgehen und Stefan, achso. Ja, ich hatte auch noch gut, eine. Ja, du warst, okay, gut, dann Annette Mennel noch und dann gehen wir hier in die Mitte zurück. Ja. Nein, gut, Sie haben ja zum Teil das beantwortet, weil es hat mich schon irritiert zu überlegen, wo ist die Grenze zwischen Burnout und zwischen Depressionen, wenn man es international vergleicht, weil aus der Erfahrung dessen, die ich habe als Therapeutin in der DDR gearbeitet, da gab es meiner Ansicht nach, vielleicht habe ich es auch vergessen, diesen Begriff Burnout nicht, sondern es gab Depressionen und die haben natürlich gewisse sozusagen Ursachen, die heutzutage vergleichbar sind mit kleinen Momenten, aber es hat ja nichts auch mit Kapitalismus zu tun, sondern mit anderen also Sachen, die da eine Rolle spielen. Und daher sehe ich das jetzt so aus der therapeutischen Sicht schon, dass es aufgrund der Diskussion um Burnout natürlich ein viel stärkeres Verständnis oder eine Aufmerksamkeit vonstatten gegangen ist, dass man auch darüber spricht. Also ich erinnere mich noch an die Zeit, wo man überhaupt nicht gesprochen hat, ja, weil das einfach verpönt war, sich dazu zu äußern, dass man out war. Ja. Und das sehe ich schon als großen Gewinn, dass überhaupt darüber gesprochen wird, um darüber eine Sensibilität herbeizuführen, wobei, wie gesagt, aus medizinischer Sicht zwischen Depression und Burnout da. Ja, ich denke, was der wichtige Unterschied ist, ist, dass Burnout sich dadurch auszeichnet, dass es durch Arbeit hervorgerufen ist. Und das kann man bei der Depression in so einer Allgemeinheit nicht sagen. Dass die Symptome sich decken und dass man viele Burnouts sicher auch genau behandeln muss, ist eine psychologische Frage und das stimmt sicher auch. Ja? Aber ich glaube, was Burnout sozusagen als Chance vielleicht auch noch bietet, ist, dass es eben die Möglichkeit gibt, so ein Leiden, genau wie Sie sagen, kommunizierbar zu machen. Und dass Burnout ein Leiden ist, was noch sehr viel weniger frei von Stigma ist als die Depression, weil es eben auf eine vorangegangene Anstrengung verweist.
Vielen Dank. So, jetzt gehen wir aber hier in die zweite Reihe. Und die Dame hatte sich schon lange gemeldet. Also Sie sind vorgestellt worden auch, dass Sie über Medikamente für Gesunde forschen. Und das ist jetzt, glaube ich, in Ihrem Vortrag nicht so zur Sprache gekommen. Aber mich würde da interessieren, sind es jetzt Koffeintabletten oder die Vitaminpräparate oder etwas anderes? Und welche Folgen hat das? Also das würde mich einfach noch interessieren. Danke. Sehr also gerne. Ich schreibe mal. Warte mal, wir sammeln ein bisschen, weil sonst ist die Enttäuschung groß am Ende, wenn nicht alle, die gerne was beitragen wollten, das tun und gehen jetzt da wieder nach. Ja, genau da. Danke. Ich wollte einem Vorredner nochmal bestätigen oder auch unterstreichen, die Frage nach außerberuflichen Bedingungen für solche Erkrankungen, sozusagen einfach in den Lebensbedingungen, da wurde ja schon genannt, Chemie. Ich finde sehr interessant auch die Frage, ob eventuell diese, alles was mit dem Begriff Elektrosmog zusammenhängt, man sozusagen schon auch in den Bereich hineinbringen kann, der ja nichts mit Arbeitsbedingungen zu tun hat, nichts mit der Art Arbeitsbedingungen zu tun hat, wie Sie sie beschrieben haben. Etwas extrem gesagt, letztens hörte ich den Begriff Konvulsive Therapie, das frühere Elektroschock, wurde mal in der Psychiatrie eingesetzt. Soweit sind wir zwar noch nicht mit den Handys und so weiter, aber in die Richtung geht es ja vielleicht irgendwann mal und man wird vielleicht dann sagen, okay, hat doch irgendeinen Einfluss auf die seelische Stabilität. Einen anderen Punkt, den ich noch sagen wollte, ist, der aber damit zusammenhängt, ist die Frage von innen und außen. Also wenn wirklich diese Überidentifikation mit den Anforderungen der Arbeitswelt stattfindet, dann kann man sich ja wirklich fragen, gibt es überhaupt noch eine Innenwelt? Also wenn also alles wegfällt, was sozusagen die Persönlichkeit vom Arbeitsplatz irgendwo trennt, dann kann man sich ja schon fragen, ist dann ein Konzept von Persönlichkeit noch gegeben, das irgendwie Ressourcen wieder anschaffen kann? Fände ich also noch eine Frage. Und die andere Frage, die ich mir noch stellte, als ich Ihnen zuhörte, war, ist die Fähigkeit, also eigene ständige Sinndefinitionen zu erstellen, überhaupt noch gegeben, wenn sozusagen der Sinn sich immer schon mit dem deckt, was der Arbeitgeber als Produktionsziel vorgibt? Vielen Dank. Wir würden vielleicht noch eine, genau, hier ganz in der letzten Reihe, Stefan, dazu nehmen, dann ist Greta Wagner wieder dran. Letzte Reihe, Stefan. Achso, nee. Gibt es einen Zusammenhang beziehungsweise Untersuchung zum Zusammenhang zum massenhaften Einsatz von Computern, also durch die maschinelle Steuerung von Arbeitsabläufen und Zeitabläufen und damit einhergehende psychologische Belastung, aber auch chemische und vielleicht auch durch Elektrosmog bedingte Belastung durch die Computer und psychischen Belastungen respektive Burnout? Vielen Dank. Das ist wahrscheinlich auch eher eine arbeitspsychologische Frage. Also was es natürlich gibt, sind Überlegungen dazu, dass durch die, den Einsatz von Computern viele Arbeitsabläufe beschleunigt werden und dass es sozusagen Arbeitszeit verdichtet wird und dass das erschöpfend wirkt und auch anstrengend ist, vor allem wenn man es nicht gewöhnt ist. Das hat zum Beispiel Hartmut Rosa irgendwie zum Gegenstand gemacht in diesem Beschleunigungsbuch. Zu der ganzen Frage von Elektrosmog, wir haben auch schon seit das Buch raus ist viele E-Mails bekommen, die sich darüber beschweren, dass wir überhaupt nicht über Elektrosmog reden, aber ehrlich gesagt, ich kenne auch keine ernstzunehmenden Untersuchungen zu dieser Frage, vor allem nicht im Zusammenhang mit Burnout, weil Burnout ist eben einfach ein spezifisches psychisches Leiden an Arbeit und ist okay, also vielleicht müssen wir uns danach bei einem Glas Wein nochmal darüber streiten, welche Rolle Elektrosmog spielt. Sie hatten zu dem anderen Thema gefragt, also da geht es um Medikamente wie Ritalin, die genommen werden, aber das ist vielleicht auch einfach was wir im Anschluss an die Diskussion, wo ich gerne noch was drüber sage, weil das jetzt heute nicht sozusagen das Thema ist. Das ist das Thema meiner Doktorarbeit, die ist aber auch noch nicht fertig. Nee, darum geht es. Nee, es geht um verschreibungspflichtige Medikamente bei meiner Arbeit. Vielen Dank. So, jetzt aber, genau. Dankeschön.
Es soll weniger eine Frage sein, sondern eher eine Bemerkung. Während Ihres Vortrages, den ich übrigens sehr gut fand, vielen Dank, ging mir durch den Kopf, was kann man oder was kann ich selbst tun, gegen dieses Phänomen des Burnouts irgendwie anzugehen oder wie gelingt einem das? Ich arbeite in einem sehr großen Forschungsinstitut, wo auch ein breites Spektrum, sage ich mal, an Personen sich dort bewegt. Das geht also über Institutsdirektoren, Professoren, Doktoranden, Postdocs, TAs, wie sie alle so schön heißen. Und Sie sprach, glaube ich, vorhin von dem Phänomen der Enttäuschung oder der Enttäuschungsdepression, wo ich also zu dem Punkt immer mehr komme und das vielleicht auch in den Raum werfen möchte, dass es, glaube ich, essentiell ist, egal um welche Person es sich auch immer handelt, der neben einem sich bewegt, die Dinge, die er tut, in der Form, wie er sie macht, anzuerkennen. Ich glaube, das ist ein ganz weniger wichtiger Punkt, weil man sagen muss, eine Institution oder ein Institut oder was auch immer, ein Unternehmen kann, glaube ich, nur funktionieren, wenn alle Zahnräder in diesem Konstrukt sich bewegen. Und ich glaube, wenn man einfach die Möglichkeit hat, auch von höherer Position nach unten zu schauen und zu sagen, okay, das, was du hier tust, das ist in Ordnung, dann ist dieser Mann oder diese Frau auch entsprechend dann wieder gestärkt. Und das kann, glaube ich, auch gegen diese ganzen Dinge angehen. Und auch solche Sachen wie auch Unterforderung, das darf man, glaube ich, auch nicht ganz vergessen, ist auch ein wichtiges Phänomen des Burnouts und anderem. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Letzte Reihe, Stefan, von mir aus relativ weit links. Ja, stopp. Jetzt genau vor dir. Ja, nur eine ganz kurze Anschluss an das Thema Unterforderung. Ich würde nur gerne wissen, gibt es auch Studien oder weißt du was drüber, ob die Diagnose auch bei Arbeitslosen gestellt wird zum Beispiel, weil das ja gerade was Anerkennung angeht zum Beispiel ganz sehr versagt wird und auch total anstrengend sein kann, arbeitslos zu sein und gerade auch sehr psychisch belastend. Und da frage ich mich, wird da auch Burnout diagnostiziert? Vielen Dank. Ja, also die die Rolle der Anerkennung ist ganz zentral und deswegen ist zumindest die Zahl Depressiver unter Arbeitslosen extrem erhöht gegenüber Leuten in Arbeit. Das Problem ist, glaube ich, bei solchen Sachen immer, wie man an diese Diagnose kommt, ob ein Arbeitsloser die gleichen Möglichkeiten hat, zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe Burnout, wie jemand, der sozusagen in Arbeit ist und ob bei Arbeitslosen nicht häufig eine Depression diagnostiziert wird, obwohl es eben auch diese Erschöpfungs- und Enttäuschungsdepression ist, wie Burnout sie darstellt. Also ob sozusagen jeder die gleiche Möglichkeit zu dieser Diagnose, die viel weniger stigmatisiert ist als die Depression, zu gelangen. Genau, und das schließt auch an Ihren Kommentar zur Rolle von Anerkennung. Ich würde das genauso sehen. Natürlich muss man irgendwie Anerkennungskulturen in Unternehmen schaffen. Ich glaube, was jetzt aus arbeitssoziologischer Perspektive wichtig ist, ist, dass das nicht nur ein individuelles Problem zwischen zwei Personen, zwischen Vorgesetzten und Angestellten ist, sondern dass es systematische Entwicklungen gibt, die Anerkennung unterminieren. Und das ist der Einzug von Konkurrenzbeziehungen und die Zurückdrängung von kooperativen Beziehungen. Und das war das, was ich versucht habe, mit dieser Verwertbewegung zu sagen. Wenn sozusagen in Wettbewerben immer Verlierer produziert werden, dann gehen die immer leer aus, wenn Anerkennung verteilt wird. Ja, sonst habe ich. Vielen Dank. Wir gehen jetzt mal, Greta, wir haben noch Zeit. Sonne, wo steht sie? Ja. Ist der Mann.
ist noch, es dämmert, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen hier nach links und bitteschön, ja. Ich glaube, dass ein Grund für die Zunahme von Burnout die Identifikation mit den Anforderungen der Leistungsgesellschaft sind. Ich bin Psychotherapeut, ich leite unter anderem einen Kurs in autogenem Training hier an der Volkshochschule Mitte und ich bin immer wieder erstaunt bis entsetzt, wie sehr junge Leute bereit sind, die Forderungen unserer Leistungsgesellschaft zu bedienen und 10-12 Stunden am Tag zu arbeiten für häufig wenig Entlohnung. Also ich komme aus einer Zeit, in der wir aufbegehrt haben gegen diese Forderung und ich glaube, das wäre ganz hilfreich, zumindest die innere Identifizierung, die innere Auseinandersetzung mit diesen Forderungen, um sich zu distanzieren. Die Übernahme dieser Leistungsanforderungen führt zur Selbstausbeutung und dazu, dass ein Ausbrennen eben zu spät erkannt wird. D'accord. Okay, dann lassen wir das so stehen. Christina Gomes. Hallo, danke für den Vortrag. Ich wollte auch anschließen an diese Begrifflichkeit von Arbeit, nicht Arbeit, Leistung oder Produktivität als einzigen Maßstab oder als der Hauptmaßstab, mit dem wir gemessen werden. Und ob wir was nicht brauchen, wäre vielleicht eher eine Verschiebung von dieses binares Denken, ne? Von dieses binare Denken, diese Binarität des, der Begrifflichkeit, die wir behandelt haben, und irgendwie eine andere, so einen dritten Parameter hinzukriegen, weil da kommt mir dieser Vorschlag von Ende des Vortrags zu kurz. Also dieses entfremdete oder nicht entfremdete Arbeit, ist ein Begriff, den Sie angesetzt haben, als ein persönliche Antwort und individualisierte Antwort an den in jeweiligen Arbeitsumständen. Ne? Und de facto, wir alle werden krank, wenn wir so viel zu tun haben oder wenn wir so wenig zu tun haben. Ne? Und diese Enttäuschungsdepression finde ich ziemlich treffend, ne? als Begriff. So, ich weiß nicht, was diese Verschiebung sein könnte. Ich erzähle vielleicht, was ich in letzter Zeit begegnet habe. Es gibt es in dem Compare Literature, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, Literaturwissenschaften, ne? Also es gibt in den USA ein also im Cultural Studies, Literaturwissenschaften, Studies, Performance Studies, also eine Gruppe von Denker, die vielen, also die aus verschiedenen Universitäten zusammengearbeitet haben und unter Namen Field Tank. Also nicht Think Tank, sondern Field Tank. Und ich habe ein paar von denen sind so verschiedene Beispiele gekommen, an denen die in der Literatur diesen Moment des Tags sein, also dass es nicht weiter voranzukommen, als eine Art Protest gelesen wird. So, ob wir nicht von einem Massenprotest stehen, der noch nicht organisiert worden ist. Ja, es klingt auf jeden Fall interessant. Also mir fiel nur gerade noch ein, es gibt auch solche Degrowth-Bewegungen oder in Jena gibt es dieses Kolleg, das heißt Postwachstumsgesellschaften. Ich glaube, das ist schon was ist, was worüber man verstärkt wird nachdenken müssen, wie man irgendwie alle möglichen Formen von Widerständigkeiten, man kann ja nicht eigentlich von Widerstand, aber von Widerständigkeiten irgendwie organisiert. Aber ja, vielleicht kannst du mir den Link nachher mal oder erzählen, wer die sind. Also wir nähern uns langsam dem Ende. Wenn jemand noch eine Anmerkung hat, gerne. Ich würde vielleicht gerne an einem Punkt nochmal nachhaken, weil ja gerade nochmal darauf hingewiesen wurde,
dass die Jugend von heute, ich sage das mal so ein bisschen flapsig, sich diesem Leistungsdiktat so unterwerfen würde, während man damals, und ich meine, damit ist auch 68 fortfolgende gemeint, ja sozusagen sich diesem Leistungsgedanken irgendwie Widerstand geleistet hätte. Ich habe dich aber genau umgedreht verstanden eigentlich, nämlich dass genau dieses sei kreativ, verwirkliche dich selber, lebt dein Leben, dass das genau eigentlich sozusagen erstmal die Quelle des Problems ist, spätestens dann, wenn das an die Arbeitswelt ranträgt. Das ist doch eine ganz, also, oder ja, das sind ja natürlich zwei verschiedene Sachen. Also natürlich gibt es irgendwie auch eine Kritik an erstmal eine ganz populäre Ausbeutungskritik, die aus der Zeit kommt, ja. Und die natürlich auch irgendwie was erkämpft hat. Aber das, Entschuldigung, nur, das war doch genau dieses, also ich, alter Tonsteine Scherben-Fan, raus aus der Fabrik, eigentlich eine aggressive Wendung gegen das, was Soziologen fordistisches Zeitalter nennen, gegen die Stupidität von Arbeit, gegen die Langeweile, gegen dieses zermürbende ewig Gleiche. Also ich krieg das noch nicht zusammen. Verstehst du? Mhm. Und jetzt ist... Also warten nur, ja. Ist jetzt. Also vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob ich kann es versuchen, nochmal zu sagen, was ich meine, nämlich, dass der Kapitalismus von vielen verschiedenen Seiten kritisiert wird und dass mitunter diese Kritiken am Kapitalismus zu seiner Erneuerung beitragen. Und eine dieser Formen von Kapitalismuskritik ist eben diese Kritik, dass der Kapitalismus diese Autonomie und Authentizität untergraben würde. Und genau diese Kritik hat zu seiner Erneuerung beigetragen, hat irgendwie neue Märkte erschaffen, nämlich Märkte, die irgendwie für scheinbar authentische Produkte, der ganze Markt für Ökoprodukte ist natürlich ein Markt, der entstanden ist an einer bestimmten Form der Kritik an der Vernutzung der Natur. Das heißt nicht, dass man diese Kritik nicht formulieren sollte oder dass es schlecht ist, den Kapitalismus auf alle möglichen Weisen zu kritisieren oder dass es schlecht ist, wenn der Kapitalismus vielleicht sich erneuert, indem auch bestimmte Zumutungen abgeschafft werden. Aber dass man sich sozusagen darüber im Klaren sein sollte. Und dass diese Erneuerungen eben immer dann wieder auch zu neuen Zumutungen führen. Und diese Forderung nach Authentizität hat eben zu einer Erneuerung beigetragen, die ich zum Beispiel überhaupt nicht als eine bezeichnen würde, die überflüssig war. Ja? Nur, dass eben daraus wieder ein neues Problem entsteht und eventuell ist Burnout eins davon. Das heißt ja auch nicht, dass irgendjemand zurück wollen würde zu fordistischen Arbeitsverhältnissen oder zu Stechuhren, sondern es ist sozusagen die Freiheiten, die entstanden sind durch die Kritik, die aus sozialen Bewegungen kritisiert wird, die sind begrüßenswert. Nur muss man sich dann eben angucken, was daraus für neue Zwänge und Zumutungen entstehen. Vielen Dank. Ich sehe gerade, die Sonne ist untergegangen und mir scheint, dass das ein ganz gutes Schlusswort eigentlich war, wenn Sie einverstanden wären. Sodass ich jetzt... wenn Sie mir kurz noch Ihre Aufmerksamkeit schenken würde, zwei Sachen gerne noch sagen will. Erstens, wir führen jetzt das Gespräch draußen weiter, nämlich bei einem Getränk. Der Abend ist ja noch jung, sodass Sie auch alle Fragen, die wir hier jetzt im Plenum nicht vertiefen konnten, weiter diskutieren können. Und dann will ich Sie zweitens jetzt schon einladen zu der nächsten Ausgabe dieser Veranstaltungsreihe. Das ist noch ein bisschen hin, jetzt muss ich mal gucken, das ist nämlich am 24. Februar 2014 haben wir dann. Und da sind wir dann beim Buchstaben C unserer Zeitdiagnose, nämlich Copy und Paste, also die Frage von Urheberschaft etc. pp. Mit der fantastischen Mercedes-Benz. Ich gehe davon aus, wir sehen uns da in alter Frische wieder und bis dahin einen schönen Abend. Dankeschön.